So, hallo, ich bin der Dirk Freiberger, ich bin euer Fleischsommelier und heute machen wir einfach mal einen richtig geilen Burger. Puristisch, einfach Bacon Cheese. Schaut mal kurz mit her, wir haben jetzt hier zweimal pur Burgerfleisch, ungefähr 240 Gramm. Pro Burger Patty. Hier haben wir einen hausgemachten Whisky Bacon von Iberico Schwein, einen zart schmelzenden Cheddar, eine farbliche Aufwertung des Ganzen, handwerklich hergestellte Burger Buns. Zunächst einmal unsere Burger Buns. Bei denen kann ich euch nur empfehlen, es gibt ein Finish, das wirklich jedes Bun, ja, egal ob ihr es selbst gemacht habt, von einem guten Bäcker habt oder was auch immer, in die allerhöchsten Höhen bringt. Butterkruste. Das ist wirklich das Wichtigste bei eurem Burger Bun. Ich mag es nicht, wenn ihr die Dinger einfach auf euren Grillrost drauf macht, dass sie schwarz sind, verbrennen, trocken werden, ist nicht geil. Wir schneiden die Dinger auf, haben hier Butter, kommen mit rüber zur Pfanne. Und dann machen wir eine schöne Butterkruste dran. Ihr werdet auch merken bei euren Buns zu Hause, das werden die geilsten Burger, die ihr je gegessen habt. Perfekt. So muss es ausschauen. Genau mein Ding. Als nächstes haben wir unseren Speck. Ich habe auch ein bisschen so eine besondere Art, meinen Burger zuzubereiten, weil ich einfach finde, das ist geil. Speck besteht ja hauptsächlich aus Fett. Ja? Und deshalb wollen wir natürlich auch ein bisschen was von diesem zart schmelzenden Iberico-Fett auch auf unserem Burger haben. Deshalb nehmen wir jetzt dann die Scheiben, lassen die vorher leicht angrillen auf dem Grill, aber machen die noch nicht kross, dass immer noch ein bisschen Fett drinnen ist, aber unser Speck bereits auf Temperatur gebracht worden ist. Unsere Burger Patties können wir in der Zwischenzeit schon mal richtig schön scharf angrillen. Empfehlung von mir, fettet sie auf der Oberfläche immer noch ein bisschen ein, dann habt ihr eine leichte Trennschicht und das ermöglicht euch dann einfach auch, dass euer Burger Patty nicht festklebt. Okay? So weit, so gut. Legen wir los. Grill ist auf Temperatur. Vollgas. Rein damit. Nummer 1. Nummer 2. Und unser Speck kommt auf die nicht ganz so heiße Stelle in den vorderen Bereich. Und jetzt Deckel zu und Mut haben. Einfach aus dem Grund, dann garen wir unseren Burger auch schon von der Oberfläche. Hey, ihr hört jetzt auch schon, wie das Fett, dadurch, dass wir einen Schmelzpunkt bei Rinderfett von 50% haben, immer wieder auf unsere Abtropfbleche drauf fällt und diese kleinen Flammen entstehen. Das ist jetzt unser Geschmack. Wichtig ist, wenn ihr nicht mehr diese Tropfen hört, sondern ein dauerhaftes Spratzeln oder Brodeln, ja, dann müsst ihr sofort eingreifen, weil dann haben wir einen schönen Fettbrand da drinnen. So, jetzt im letzten Drittel des Ganzen drehen wir das Ganze nochmal.
nochmal indirekt ziehen lassen und in den nächsten 1-2 Minuten ist unser Burger fertig. Während unsere Burger jetzt noch den letzten Schliff bekommen haben, haben wir unsere Burgerbrötchen vorbereitet, Salat unten drunter. Jetzt kommen dann unsere Patties drauf, oben noch eine Scheibe Gurke, Tomate und fertig ist das Ganze. Okay? Schaut euch die Prachtstücke an. Unser Käse schließt jetzt das Fett des Specks, was natürlich geil nach Whisky schmeckt, ja, auf unserem Burger in das Käsegefängnis ein. Und wir beißen da drauf und haben dann eine Geschmacksexplosion. Damit wir euch natürlich auch zeigen, was wir können, schneiden wir jetzt den Burger durch. Man teilt ja normalerweise seinen Burger nicht, aber wie schon gesagt, bei diesen 220 Gramm richtig geilen Burger Meat ist das natürlich schon eine Geschichte. Also schauen wir mal, was wir geschaffen haben. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, wir machen natürlich auch Selbstversuche und schauen, ob das gut ist. Wir haben ja noch keine Barbecue-Soße drauf. Ihr habt gemerkt, wie es da rausspritzt aus eurem Burger. Super geil. Meine Empfehlung für die Zubereitung eures perfekten Burgers. Euer Fleischsommelier. Ihr wollt mehr Fleisch? Abonniert mich und ich schmeiß wieder was auf den Grill.